Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächsten Sonntag werden unsere Mütter wieder mal verwöhnt. Für alle Väter und Kinder, die an diesem Tag ausnahmsweise den Küchenschurz anlegen, habe ich noch einen Tipp für eine besonders festliche Tischdekoration. Als Grundlage brauchen wir eine flache Schale. Dann kommt Steckschaum rein, wo den Blumen den nötigen Halt gibt. Ihr könnt das schon mal machen. Den Steckschaum sollte man 2 bis 3 Minuten einweichen, damit er sich mit Wasser vollsaugen kann. Am Rand sollte er etwa 1 cm drüber ausschauen. Mit einem scharfen Messer schneiden wir die Kante schräg an, damit man nachher die Blumen besser stecken kann. Jetzt kann man mit dem Grün den Untergrund machen. Wenn die Fläche ringsum schön abdeckt ist, dann kann man mit den Blumen anfangen. Das Prinzip ist so, man fängt mit einer dünnen, langen Blume an, mit der aufstrebenden Form. Nach unten kommen die volleren Blumen, die tragenden Formen. Wenn man dann das Grundgerüst beieinander hat, dann kann man von allen Seiten weitermachen, und zwar waagrecht und senkrecht, und nach das ganze Gesteck auffüllen. Wichtig ist, dass Sie vor allem die Stängel alle schräg anschneiden, damit sie auf der Unterlage richtig schön stecken. Ja, und so könnte ungefähr ein Frühlingsgedeck am Muttertag aussehen. Alles, was Sie dazu brauchen, finden Sie in der Blumenabteilung in Ihrem Coop-Laden. Und die genaue Anleitung dazu auch in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Viel Vergnügen! Alle wollen fit und munter bleiben, das haben die vielen positiven Reaktionen von unseren Zuschauern gezeigt. Bereits ist auch schon die 4. Broschüre von «Fit und munter» erschienen, das mal zum Thema Velofahren. Die praktische Sammelbox, die können Sie übrigens bei Coop Schweiz in Basel bestellen, und zwar zum Selbstkostenpreis. Auch die richtige Ernährung gehört zum fit und munter bleiben, und darum offeriert Ihnen Coop eine grosse Palette von Produkten, die einem gut tun, die man gerne hat und die einem Spass machen. Flotte Joggingtrainer und komfortable Trainingsschuhe für die ganze Familie finden Sie jetzt auch bei Coop, und zwar zu Preisen, die einem das Zugreifen richtig Spass macht. Jetzt kommen wir zum Coop-Rezept von dieser Woche. Wie Sie gerade gesehen haben, der Tisch ist schon deckt, die Blumen stehen parat, fehlt eigentlich nur noch das Dessert. Also, meine Herren, fangen wir doch gerade an. 4 Beeren schälen, 2-mal halbieren und das Kerngehäuse rausschneiden. In einer weiten Pfanne den Apfelsaft mit Zucker aufkochen, die Beeren reinlegen und zudeckt 10 Minuten kochen. Der Apfelsaft so lange einkochen, bis es Sirup gibt. Die Schokoladencreme, so wie es auf dem Päckchen steht, anrühren. Ein fertig Tortenboden, den es bei Coop gibt, mit der Hälfte von der Schokolade-Creme bestreichen. Dann die Beeren drauflegen und mit dem Zuckersirup bepinseln. Dann die Torte mit Schlagrahm und dem restlichen Schokolade-Creme servieren. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Und jetzt wünsche ich allen einen recht schönen Muttertag. Bei dem Dessert und dieser Tischdekoration müsste der Muttertag eigentlich zum Erfolg werden. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch, was es bei Coop ab morgen für Aktionen gibt. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arnischocke, jede 100 Gramm Tafel 30 Rappen günstiger. Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta und Sprite Light, eine Flasche statt 1,25 nur 95 Rappen. Und Tarassen an 12 Flaschen statt 15 Franken nur 11,40. Goldstar Rahmglasse Vanille 400 Gramm statt 2,90 nur 2,40. Goldstar Wassereislutscher Eistee, die Packung an 10 Stück statt 3,80 nur 3 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, ausländische Epäre, das Körbli an 450 Gramm, nur 1,70. Auf Wiedersehen.